So Leute, guckt mal hier. Das ist die E70 von dem Kumpel, den ich gerade erzählt habe, den Stock auf den Kopf gefallen ist. Hier haben wir drin gewohnt, in der E70. Richtig nice. Auch leider ein Kartengesetz, so hier ist die Küche drin. Wenn ich euch vorstellen, hier oben hat auch eine Berliner Familie drin gewohnt. Mama, Papa und ein Ricardo, ohne Scheiß. Und mit denen habe ich mich hier angefreundet und der ist auch öfters nach Bayern gefahren. Und die haben gleich da oben gewohnt. Das war auch richtig cool. Also war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also es ist richtig schön, wenn man das so sieht. Auch so, wenn das hier alles jetzt, sage ich mal, nicht mehr im Betrieb ist, top gepflegt. Man kann gar nicht sagen. Die Häuser sehen alles richtig schön gepflegt aus. Der Rasen wird hier anscheinend noch richtig gemäht. Ich glaube, da wird bestimmt irgendwas in Verhandlungen sein, dass irgendwelche Leute das wieder aufmachen wollen. Oder. So. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin jetzt in so einem kleinen Stückchen, ja nicht Wald jetzt direkt drin, aber da ist hier dieser Indianerspielplatz. Und dann sind wir halt hier immer so hoch, dann haben wir hier so Bog und so gespielt. Ja, guck mal. Dann war das hier unsere Bog. Dann haben wir hier gespielt, ja, unsere Fahne. Oh Mann, ey. Kinder, wa? Wenn man so gespielt hat, richtig geil. Es war echt eine so heftig geile Zeit hier. Glaubt ihr gar nicht. Es ist unbeschreiblich. Also ich kann immer nur sagen, an solche Zeiten erinnert man sich so gerne. Ups, mein Schuh. Es ist auf jeden Fall very, very nicely. Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. Es ist hier Mountain-Kletterei. Wie klein das hier alles aussieht und damals. Ja, war das alles so riesig. Ich muss mir vorstellen, da hing immer so ein Korb dran, wo man sich reinschmeißen konnte und dann schaukeln konnte. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie meine Schwester gerade gesagt hat, zum Beispiel die Rutsche. Früher drauf gerutscht, man hatte das Gefühl, man kommt nie unten an, weil das so ein Rutscherlebnis war. Und jetzt würde ich mich einmal drauflegen auf die Rutsche und ich wäre schon unten. Heftig. Ja, richtig nice, Leute. Ich werde jetzt mal kurz die Drohne anschließen und dann geht's ab in die Luft. Das Ding landet einfach mal von ganz alleine so. Komplett. So, Video ist aus. 5 Minuten.
bitte, lieber Gott, lass es aufgenommen haben, weil wir haben richtig geile Aufnahmen. Also ich bin einmal über das ganze Feriendorf jetzt rüber. Einfach nur 1A, 120 Meter in der Höhe waren wir jetzt. Und einmal ringsherum und einfach nur nice. Es ist einfach nur ein Erlebnis, ohne Scheißes zu sehen. Es ist emotional richtig nice auf jeden Fall. So Leute, jetzt bin ich gerade links hier durchs Feriendorf in allen Richtungen durch. Oh, da kommt jetzt ein Motorradfahrer. Und bin jetzt gerade da, wie gesagt, so raus aus dem Feriendorf und werde jetzt in Richtung Rosenau laufen, ja? Ja, genau, Rosenau ist das da. Da werde ich jetzt richtig hinlaufen. Es ist so ein kleiner, ja nicht Wanderweg, aber es ist ein kleiner Weg. Da hinten waren immer die Bauernhöfe, da wo man sich frische Milch geholt hat. Also total cool. Und ich will euch hier auf jeden Fall nochmal die Aussicht zeigen. Ich will euch auf jeden Fall nochmal mit der Drohne dann auch nochmal kurz hier ein kleines Stück zeigen. Auch auf jeden Fall spektakulär, Leute, ohne Scheiß. Es ist einfach nur... Also wie ich schon gesagt habe, es ist einfach fantastisch, weil das ist halt einfach dieses, zum Beispiel hier, diese Ecke, diese Bank. 300.000 Jahre alt, diese Bank. Und vielleicht ist es ja auch schon eine neue, es kann natürlich sein. Aber hier saß ich als Kind auch so oft drauf. Vielleicht ist es ja nicht mehr die Bank, aber ich saß hier an dieser Stelle und habe diese Aussicht genossen. So, hier lasse ich jetzt nochmal die Drohne fliegen. Also bis gleich.